Umgang mit Schwächlichkeit anderer. Manchmal sind Menschen etwas schwächlich. Und jetzt kannst du überlegen, warum sind sie schwächlich? Denn je nach der Schwächlichkeit kannst du damit anders umgehen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die eine Erkrankung hatten, vielleicht eine Grippe hatten, vielleicht einen Krankenhausaufenthalt, und dann sind sie eine Weile noch schwächlich. Dann wäre es natürlich gut, sie zu schonen, ihnen den Rücken frei zu halten und zu schauen, wie man ihnen vielleicht Arbeit abnehmen kann. Es gibt Menschen, die vielleicht eine Enttäuschung hatten. Weil sie eine Enttäuschung hatten, sind sie jetzt schwächlich und sie trauen sich nichts mehr zu. Dann gilt es, ihnen sie zu stärken, ihnen wieder etwas Neues zuzutrauen, ihnen vielleicht neue Aufgaben anvertrauen, ihnen Anerkennung schenken und ihnen zu sagen, ich stärke dir den Rücken. Es kann auch sein, dass das dein Chef ist, der etwas schwächelt. Vielleicht hat dein Chef irgendwo eine schwierige Zeit gehabt. Auch deinem Chef kannst du durchaus helfen, indem du ihm oder ihr Anerkennung schenkst, indem du ihr oder ihm sagst, dass du in ihn oder sie Vertrauen hast. Manchmal brauchen auch Menschen in Verantwortungspositionen das Vertrauen von anderen, damit sie nach einer schweren Zeit wieder mit Kraft voranschreiten. Manchmal ist es hilfreich, schwächlichen Menschen die ein oder andere Aufgabe zu geben, die sie machen können. Klein beginnen, schrittweise erhöhen, dass Menschen Selbstvertrauen gewinnen können, Mut gewinnen können, dass sie Erfolgserlebnisse haben. Es gibt wenig, was so motiviert wie der Erfolg. Es gibt noch eine weitere Sache. Menschen, die spirituell sind und schwächlich sind, denen kannst du sagen, dass sie alles Gott darbringen können. Wenn man denkt, man sei selbst schwach, man muss ja nicht alles tun. Man kann Körper und Geist Gott darbringen und Gott darum bitten, durch einen zu wirken. Wenn man Beziehungen hat zu einem Guru, einem Lehrer, der kann das Ganze dem Lehrer darbringen. Wer eine Beziehung hat zu Gott, kann alles Gott darbringen oder dem Kosmos oder dem Kosmischen. Man muss gar nicht selbst stark sein. Man kann alles der kosmischen Energie abgeben und sagen, ich mag schwächlich sein, möge die göttliche Kraft durch mich wirken. Menschen, die dafür offen sind, können mit dieser Art Hingabe und mit dieser Art von Spiritualität am ehesten ihre eigene persönliche Schwächlichkeit überwinden, indem sie eine andere übergeordnete Stärke durch sich wirken lassen.